Das. Puh. Das ist aber noch höher. Gut, der muss auch gar nicht so hoch. Holz! Meins! Mein Holz. So, wunderbar. Sind wir damit jetzt hier? Da ist einer drüber. Hier ist. Ach ja, genau, das waren nämlich die Teile. Das ist okay. Haben wir gleich das Dach schon fertig? Also zumindest so für den ersten Augenblick. Hier noch rüber. Man könnte den Balken oben auch überstehend haben, aber ich glaube, das sieht dann immer etwas ungünstig aus. Hier müssen wir auch nochmal eben so und. Falsch. Richtig. So. Genau, hier die Teile. Da wären ja noch die Balken, die man befackeln kann. Die Ordnung im Inventar ist gerade vollkommen durcheinander. Ist aber, glaube ich, nicht weiter schlimm. Also hier, ne, in der unteren Leiste da. Aber das soll der Leiste keinen Bruch tun. Der Sturz allerdings schon. Recht tief. Was bauen wir auch für hohe Häuser? Hallo Creeper. Du explodierst nicht. Bin ich mir ziemlich sicher. Weil das unfreundlich wäre. Vor allem bei dem frisch gebauten Haus. Ah, da rumpelt jemand. Hier ist noch nicht mal eine Tür. Was soll man? Ach, da. Ja, gut. Auf die letzten Meter. Ich habe eine Fackel weggehauen. Auf die letzten Meter gelegen. Muss doch nochmal schlafen. Wahrscheinlich können wir es nicht, weil... Mimimi, Monster. Ja, du mich auch. Du bist selbst ein Monster. Liebe Chat-Nachricht. Aber sowas von. Noch ein Skelett. Ah. Ich glaube, das zieht immer vor so ein bisschen. Das war doch mit Absicht gerade. Pam. Palim. Oh, Level 15. Wir sind... Ich mach mal hier die Fackel wieder. War die hier? Ah, super. Passt. Doch, das Haus hier ist hübsch. Finde ich gut. Und... Yay. Schlafen. Endlich mal. Oh, nein. Ich will noch nicht aufstehen. Nein. Geben Sie die Post beim Nachbarn ab. Hi. Wie schnell der auch zuschlägt. Ah. Skelett, du bist meins. Au. Vielleicht auch nicht. Da. Hier den Gang nach oben müssen wir auch nochmal etwas ausbauen. Oder die Treppen dort. Aber es ist halt so, dass man selten überall gleichzeitig sein kann. Ich denke mal, sieht schon ganz cool aus, ne? Wenn das hier so leicht nach außen rausgewölbt wird. Der Teil ist zu klein. Das sieht blöd aus. Das muss doch richtig pam runter, fertig. Nicht so viel Schnickschnack. Wie komme ich da denn hoch? Ich mach das mal so. So. Ich hätte auch hier direkt drauf gehen können. Aber ich habe es nicht so mit dem draufgehen. Ist nicht meine Art. So, kann man hier dann. Statt dem hier das komplett runter machen. Wäre vielleicht, glaube ich, gar nicht so schlecht. Gar nicht so wäre das. So, und so. Ah, mir bien. Machen wir es hier auch. Huch. Weil ich denke, man muss das ja alles im Verhältnis sehen. Das ist zwar nett, ne, wenn das alles so leicht angelehnt ist, aber das war ein bisschen zu schmal, da wirkt das einfach nicht. Und darauf kommt es ja an. Das, also nicht, dass es zu schmal ist, sondern dass es wirkt. So. Hier müsste dann... So, ho, ho, ho. So. Ich baue das gerade von der falschen Seite aus auf. So. So. Oder war das schon der andere? Nee, der kommt so. 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 Huch. Komplett verbaut. Mit dem Teil sieht auch leicht bescheuert aus. Aber es ist. Boah, vielleicht sieht es ja von außen gut aus.
Also von weiter weg. Wir sind ja außen. Das andere außen. Ha! Ich wollte gerade sagen, hier drin ist jemand, aber es... Hier ist... Hoppo! Hi! Hallo, Spinne! Versteckt sich da einfach ein Skelett im Haus? Ist ja schlimm. Aber gut, dafür steigen unsere Level gerade mal ein bisschen auf. Das passt dann auch schon. Hier wird einfach auch alles vollgeklatscht mit den Teilen. Dann haben wir wenigstens in der Form hier überall das recht ähnlich. So, wir haben Fenster dabei. Da sind sie. Die verstecken sich immer so, hier die Fensterscheiben. Die Glasscheiben vielmehr. Das sieht blöd aus. Das ist eine Treppe, ne? Ist hier. Moment mal. Was ist denn das hier eigentlich denn? Welcher Teil ist das? Okay, das war ein bisschen ungeschickt. Das. Okay. War das da oben ganz? Huch. Hier ist so ein Teil. Und das sieht man von drin aus. Da müssen wir von drin noch irgendwie ein bisschen Verkleidung daran bringen. Oder das akzeptieren, dass es seltsam aussieht. Wobei ich eher für Verkleidung wäre. Und das hier fliegt ein Teil lang. Könnte man eher hier drinnen das nochmal hier ein bisschen hölzern ranklamüsern. So. Weil hier, puh. Da ist jetzt sogar gar nichts darunter. Das ist ja der Wahnsinn. Dann mache ich das hier aus den Treppchen. So. Ah, wunderbar. Fällt keinem auf. Passt schon. Da ist eins drin. Na, wunderschön. Wunderschön. Von draußen ist hier noch ein bisschen Erde. Ist ja egal. Hier, der Teil. Komm, das bleibt so hoch. Sonst sieht man ja gar nichts mehr. Oder? Ja, so super. Passt schon. Zack. Hey, hallo Freiheit. Hallo ihr Nichtseienden. Und ich mach mal so ein Mini-Arthur-Fenster. Wird sich der Mini-Arthur freuen. So, oder man macht es... Na gut. Das wäre ziemlich sinnlos eigentlich. Ich meine, es wäre mal komplett was anderes. Aber es wäre auch nur so ein irgendwo hingestreutes Loch in der Wand. Könnte man dann eher so machen, dass man das einen nach oben hier erweitert. Das wäre dann, glaube ich, das wäre gut. Das kann man halt machen, ne? Ich meine, warum nicht? Sieht super aus. Ja, nö. Palim. Ach, schöner Stift. Ja, aber keine Ahnung, was man hier macht. Vielleicht ist das unser Notausgang, falls denn mal hier Bösewichte sein sollten, was natürlich nie der Fall ist, was wir vorhin gesehen haben. Na, falls wir hier mal einfach flüchten sollten. Komme ich da ganz hoch? Ja. Oh. Das war natürlich so beabsichtigt. Chuck, wie sieht's denn von hier aus? Das sieht, also gut, da von außen ist ein bisschen schmal da jetzt. Ich meine, die Idee ist ganz gut, aber die Welt noch nicht bereit. Oder zumindest diese Welt hier. Naja, das ist, puh. Oder man macht das einfach, man könnte das machen, indem, das sieht besser aus hier, ne? Wenn das einfach gerade runter ist, passt glaube ich besser. Oh, jetzt geschieht die Magie. Habe ich glaube ich schon öfter gesagt jetzt. Und ihr denkt euch ständig, oh, welche Magie, wann kommt dann endlich was? Das war falsch. Das war richtig, das war richtig. Die Axt haben wir noch eine dabei. Sehr schön, ne? Freut mich. Die Axt darf weiterleben. Sonst hätte ich sie kaputt gehauen, wenn ich sie nicht dabei gehabt hätte. Und zwar sofort. So. Genau dann vorbeispringen ist auch immer ein herrlicher Sport. Mache ich auch gerne beim Schlafen. Ich wollte eigentlich beim Schwimmen sagen, aber es ist, hat sich in dem Moment
es hat sich etwas anders ausgedrückt in meinem Mund. So, hier, ja, ist super, ne? Kann man, glaube ich, machen. Ist zwar ziemlich sinnlos, aber dafür sind wir ja nicht hier. So, sind wir jetzt fertig? Ich meine, hier ist alles befackelt oben. Hier müssen noch ein bisschen Verzierung ran. Hier können wir noch über der Tür dann einfach hier ein Schildchen ran basteln, was hier drinnen denn eigentlich anzufinden ist. Hier könnte man das Fenster, gut, dann wäre es auch kein Fenster mehr. Wenn man das auch hier wieder mit halben Teilen oben und unten macht, kann man da wieder keine Glasscheiben rein basteln. Das ist dann auch blöd. Das wollen wir nicht. Wir wollen keine blöden Sachen. Bis auf natürlich die Häuser hier. Aber die sind ja nicht blöd. Da müsste aber... Wobei... Die Türen... Also ich hätte tatsächlich gerne Türen, die noch höher gehen als die normalen Türen. Dass man die quasi immer blockweise hat und dann übereinander stacken kann und die verbinden sich dann automatisch. Und dann, ne, dann macht man die auf und dann klappt die halt über die ganze Höhe auf. Oder halt auch, dass man die etwas... Ja gut, breiter jetzt nicht vielleicht unbedingt, aber vom Prinzip her. So, von außen sieht es, glaube ich, schon mal ganz gut aus. Hier können wir theoretisch noch ein bisschen eine Liane oder sowas ranbasteln, die wir natürlich nicht dabei haben. Hätte mich auch gewundert. Von hier ist, denke ich, auch okay. Kann man hier unten noch kleinen hier Dingens, ne? Ein paar Blümchen da so reinbasteln, kloppen. Macht man das dann so. Macht zum Beispiel dann sowas hier nochmal rum. Huch. So, kann ich dann noch ein bisschen... Wo man das hätte man auch hier aus den anderen Teilen machen können, aus den... Aus Korbel. Können wir später noch ändern, dann passt das hier zu dem unteren Bereich. Wobei, so geht's auch. Denk mal, das passt ganz gut. Dann hat es hier so eine leicht gewölbte Form. Das, was ich bei solchen... Ja, mehr oder weniger Fantasie-Mittelalter-Häusern schon ganz gut finde. Das muss weg, sonst wächst es hier gleich weiter grün fort. Und das wollen wir nicht. Also ich nicht. Das ist hier Beet, da darf kein Grünzeug sein. Zumindest nicht bei mir. Zack, zack, zack. So, haben wir alles dabei. Wunderschön. Das in der Mitte. Wobei, ne, das kommt hier hin. Eine schöne Rose. Ich hoffe, eine Sonnenblume. Nein? Nein. Sind die eigentlich immer zufällig jetzt hier gewählt oder wie ist das... Ich glaube, das käme eigentlich oder wäre eigentlich nicht so gesund für eine Pflanze, wenn man die immer wieder ausrupft und wieder in den Boden rammt. Oder ist hier anhand des Rasters hier festgelegt, welche Art von Blume das wird? Oder wird es immer... Da, okay. Jetzt hätte ich gerne eine Schaufel, dass ich das da direkt umsetzen kann. Also ist auf jeden Fall... Gut, dabei hat es jetzt... Gut. Eben war das auf dem gleichen Block und war verschieden. Aber warum geht das nicht? Hallo? Willst du mich hier verhohne piepeln? So, ich bin jetzt so lange am Blümchen pflanzen, bis uns hier die Monster zur Seite hauen. Ja, hier geht das auch nicht. Da ist es da. Wir machen jetzt eine Transfusion einfach. Zwar den anderen Erdblock, der natürlich genau noch erkennbar ist in diesem Stack, den geben wir jetzt hier rein. Und, super. Vielleicht aber, wenn wir das hier... schön. Ich denke mal, das ist dann schon ganz nett, ne? Kann man das hier so machen? Könnte man... Ja, hier vor nicht. Nee, das wäre Quatsch. Aber ich denke mal, es ist schon ganz nett hier unten. Hingelegt, hochgestellt. Ich sollte echt vorsichtig sein. Falls uns hier jemand beseitigen will. Hier können Blumentöpfe dann drauf. Weil damit das, dann wird es ein ziemlich blumiges Haus. So, noch einmal schnarchen gehen. Da ist ein Skelett, was auf uns schießt. Die Inneneinrichtung kommt, wie gewohnt, etwas später. Ich leg mich nicht schlafen. Warum eigentlich nicht? Monsties. Nein, Monster sind immer noch da. Ich werde dann auch während des Schlafens eine Aufnahmepause machen, um selber zu schlafen.
Muss ja auch mal sein. Hahaha. Nein. Aua. Was? Was war das denn jetzt? Immerhin fallen wir nicht weit hier. Aber trotzdem. Ach nö, das ganze Zeug. Ich bin gleich wieder tot. Blöde Creeper. Ich hätte gerne mein Zeug. Nein. Boah, ey, das fehlt jetzt noch hier, dass er uns sowas hier weggehauen hat. Unser schönen ganzen Krempel hier. Nur weil da irgend so eine blöde Explosion jetzt plötzlich war. Meine Güte. Haben wir jetzt irgendwas noch nicht mitgenommen? Oder, gut, hier das Zeug. Habe ich noch Platz dafür? So. Hallo, Herr Zombie. Ist mir egal, dass du da bist. Dir wahrscheinlich nicht. Aua. Ey, das Haus hier, ne? Das, gut, immerhin ist nicht hier von was kaputt gegangen, sondern nur hier. Wird dann schon passen. Hallo. Hörst du wohl? Und zieh dir mal die Hose hoch. So. Unsere schönen Level 17 oder was das mittlerweile war. Ich sollte nicht hier draußen stehen bleiben. Das mache ich dann das nächste Mal heile. Das ist mir jetzt zu blöd. So. Tschüss. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.